Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu, ja, ihr seht richtig, Rollercoaster Tycoon, dem allerersten, der allerersten Auflage der Serie. Und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, beim Spielen von Rollercoaster Tycoon World dachte ich mir irgendwann, komm, machst du? Und es hängen ganz, ganz viele Kindheitserinnerungen für mich daran. Ich habe das gesuchtet, ich habe das, ich weiß nicht wie viele Stunden gespielt und es war einfach ganz, ganz klasse. Und drum lade ich euch einfach herzlich dazu ein, an diesem Let's Play teilzunehmen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt da tatsächlich aufnehme, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit so, ja, 40 Minuten bis einer Stunde, eine Folge. Und ja, je nachdem, wann ich Lust habe, hauen wir dann noch ein paar Folgen mehr raus. Aber nicht drauf verlassen, dass das täglich kommt oder alle 2 Tage, also vielleicht jede Woche. Ja? Nicht zu oft. Okay, wir beginnen einfach ein neues Spiel. Es gibt noch nicht so viel, aber wir fangen oben an. Bauen Sie tief im Wald auf einem großen freigelegten Gelände einen erfolgreichen Freizeitpark. Mindestens 250 Besucher bis Ende Oktober Jahr 1 im Park zu haben, sowie eine Parkwertung von 600. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich hoffe es natürlich. Wir machen auch direkt auf. Ihr seht schon, das ist hier alles ein bisschen anders als im Rollercoaster Tycoon World. Hier zum Beispiel, ich erkläre euch das einfach. Hier kann ich jetzt einstellen, mit welcher Geschwindigkeit, also mit welchem Budget hier neue Sachen herauskommen. Also anders als bei Tycoon World muss man hier die Sachen erst entwickeln. So, Achterbahn und das nehmen wir erstmal raus, weil ich gerne Läden und vor allem kleinere, nicht so aufregende Attraktionen hätte. So. Im User Interface hier oben haben wir eine kleine Auswahl eben. Wie schon angesprochen, das ist alles nicht so einfach jetzt am Anfang. Aber wir fuchsen uns da natürlich rein. Ich habe das auch ewig nicht gespielt, aber ich habe es, ich gestehe, ich habe es angespielt natürlich. Aber erwartet bitte einfach nicht zu viel. Es ist wirklich ewig her. Und naja, ich hoffe, ich blamier mich nicht ganz. Ne? Ja, also, hier haben wir auch wieder jede Menge Sachen, die wir bauen können. Es ist natürlich, muss man auch dazu sagen, ein wirklich uraltes Spiel. Die Grafik ist dementsprechend natürlich, ja, aber damals, also ich sag's euch, damals war das einfach der Renner. Dieses Spiel war ultra geil. Und wie gesagt, so viele Spielstunden, so viel Spaß hier rein investiert. Wieso kommen hier keine Leute? Ja, so fängt schon wieder an. Was ist hier los? Oder ist das auf Pause oder so? Nee. Nö. Boah, das ist ja komisch. Vielleicht wegen dem Eintreten. Pass mal auf. Machen wir den mal auf 2 Euro. Ja, okay. Es lag am Eintritt. Also dieses Spiel hat im Prinzip auch keine Fehler. Also ich kann mich jetzt an keine Fehler erinnern, die damals da gewesen wären. Aber ja, wir werden ja sehen, auf was wir treffen. Es ist hier auch so. Halt, das brauchen wir noch gar nicht. Das ist Quatsch. Ja. Dass man eben den Mitarbeitern auch gewisse Areale zuteilen kann. Also, dass sie nicht irgend so ein Häuschen haben, wie jetzt bei World, und da rausmarschieren, sondern dass die eben gewisse Areale einfach dann abarbeiten. Das finde ich persönlich besser. Ja, sagen wir so, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, das trifft es ein bisschen besser. Ja, wir werden einfach sehen, was jetzt passiert. Ich zeige euch vielleicht noch ganz kurz die Map. Die ist noch relativ klein. Ich glaube aber, man kann das hier noch kaufen. Also dazu kaufen quasi.
Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir beim besten Willen nicht sicher. Und man kann eben auch die Kamera nicht frei drehen. Also wir haben hier eine Möglichkeit. Wir können immer so im 90-Grad-Winkel können wir uns drehen. Das ist okay, das reicht auch. Aber mehr gibt's halt nicht. So, wir stellen jetzt erstmal einen Mechaniker ein. Und hier zeige ich euch gleich, wie man ihm so dieses Areal hier zuteilen kann. Er läuft nur hier, also der verlässt dieses blaue Areal nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss hier, aber ich mache es einfach. Also diese Fahrgeschäfte mit einplanen in seinen Arbeitsalltag. Und ja, der macht das dann. Ne? Der kümmert sich dann auch nur um diese Fahrgeschäfte. Gleiches machen wir jetzt auch noch mit dem Sicherheitsmann. Weil auch anders als bei Rollercoaster Tycoon World braucht man hier Sicherheitskräfte, damit die Parkbesucher, achso, das brauche ich ja nicht, nur die Gehwege, damit die Dekorationen nicht kaputt machen. Ja, das ist vielleicht was, wo ich sage, okay, nee, brauche ich nicht. Aber gut, ja, ist halt so, ne? So, was haben wir jetzt hier? Könnten wir eigentlich hier so bauen? Was das hin? Nee. Na, komm schon, mach das weg hier. So müsst. Was? Ja, es fängt schon gut an. Wieso kann ich. Ach ja, klar, die Bäume. Hier kann ich die wenigstens mit einem Linksklick wegmachen. Das ist natürlich. Oh mein Gott. Das ändern wir. Keine Angst, das ändern wir. Das ist überhaupt kein Problem. Ah ja, okay. Machen wir den ein. Lieber gerade. Ach, Scheiße. Nee, okay. Dann ist das Quatsch. Dann machen wir das anders. Es passt jetzt noch nicht von dem Weg, den wir da hinsetzen. Vielleicht nehmen wir auch einfach jetzt erstmal das Kleine. Komm, nehmen wir das Kleine. Für die anderen Sachen haben wir ja dann immer noch Zeit. Wir haben ja jetzt wirklich auch ein bisschen Zeit. Nebenbei lädt sowieso gerade Call of Duty hoch, glaube ich. Call of Duty. Eine Folge fehlt noch. Die stelle ich dann hier nach diesem Let's Play auch in Facebook noch online und natürlich auf der Internetseite michicortes.de. Da habt ihr sowieso alles, was ihr braucht. Und die neuesten Infos. Ich sag's nur nochmal. Ja, ich weiß, ich nerve. Ja. Und also wie gesagt, ich dachte mir einfach, komm, machst du das auch noch? Weil Rollercoaster Tycoon World ja jetzt auch relativ gut ankam, muss ich echt sagen. Ja, ich meine, warum nicht? Ne? Warum nicht? Hier kann ich doch auch noch was einstellen. Also ihr seht schon, es ist in vielen Dingen auch relativ ähnlich. Aber manche Sachen sind halt dann doch anders. Ja? Also es gibt Ähnlichkeiten, es gibt aber auch riesige Unterschiede. Und hier sehen wir, das Riesenrad ist fertiggestellt. Also wie gesagt, wir müssen das kaufen, diese neuen Sachen. Die Besucher äußern sich, ah, ist sehr günstig der Eintrittspreis. Ja, also wir müssen eben die Sachen hier freischalten. Versteht ihr? Hier eben auf diesem Reagenzglas nenne ich es mal. Und ich mache hier immer maximale Finanzierung, weil es sowieso ewig dauert. Es dauert wirklich ewig. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, ist halt so. So, was kostet jetzt der Spaß hier? Was habe ich denn mal? 1,50? Boah, das ist schon wenig. Das ist schon wenig. Ach ja, und wir sind hier nicht im Sandkastenmodus. Ich glaube, es gibt auch gar keinen. Also sprich, wir verdienen hier Geld. Hier unten sehen wir unser Geld. Das sind F. Ich sag aber einfach Euro, weil ich wüsste jetzt nicht, was F sind. Uns kommt ja auch hin von den Preisen. Ne? Hier so ein Fahrgeschäft 1,50 ist zwar günstig, aber mit Eintritt kann man das, glaube ich, nachvollziehen. Und drunter eben Besucherzahl und dieser noch gelbe Balken ist die Parkbewertung. Ich hoffe, das kriegen wir. Noch ein bisschen besser hin. Wäre auf jeden Fall schön. Terraforming geht hier auch. Habe ich jetzt bei Rollercoaster Tycoon World auch noch nicht gemacht.
Machen wir aber dann für die Themenparks. Das habe ich ja schon angekündigt, das machen wir definitiv. Aber auch noch so eine Einspurbahn. Damit könnten wir die Bewohner, hahaha, die Parkbesucher hier auch quer durch den Park fahren. Können wir gerne noch machen, aber jetzt machen wir vielleicht ein Riesenrad. Das ist gar nicht so groß. Also im Gegensatz zu World ist es ja hier ein Witz. Das finde ich. Naja, es ist schon sehr klein, ne? Aber World ist auch sehr, sehr groß. Also da verdeckst du dir die komplette Sicht. Und darum habe ich mich jetzt erstmal, also jetzt, wir haben ja jetzt die Gebietserweiterung noch kapiert, beziehungsweise ihr habt das wahrscheinlich eh schon kapiert. Nur ich mal wieder nicht. Und von daher denke ich, könnten wir das sogar noch machen. 1,80. Ja, ich denke. Nee, dass wir dann mit der Gebietserweiterung vielleicht auch tatsächlich dann noch dieses große Riesenrad in World bauen. Weiß ich noch nicht, kann ich mir aber vorstellen. Ja, bauen wir das hier noch. Ja. Aber wir sehen es ja, ne? Also ich bin da sehr spontan, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Und ihr wisst ja, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas Besonderes haben wollt, haut's einfach in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Ich freue mich generell immer über Feedback, ob negativ oder positiv, solange konstruktiv, sage ich immer. Dann ist alles in Ordnung und wir verstehen uns. Oh, ich kann gar nicht weniger als 9 Runden. Ich weiß nicht, das erscheint mir alles ein bisschen zu günstig. Aber hier müssen wir auch wirklich aufpassen, weil wenn, wie das hier, wenn das den Leuten einfach zu teuer ist, haben die da keinen Bock mehr drauf. Oder sie wollen was Interessanteres fahren. Der war gerade drin. Ich fahre nicht Rutsche 1, wenn es regnet. Okay, also das kommt natürlich auch dazu. Dann können wir es erstmal auf einem Euro lassen. Da gibt es jede Menge Sachen, Faktoren, die man hier berücksichtigen muss. Das ist gar nicht so leicht. So, was kommt? Ladenstand. Da kommt jetzt dann definitiv die Information. Und von dieser Information ist auch wieder anders als in World, können die Leute dann eben auch. Es ist nicht so leicht, weil man nicht weiß, was man sagen will. Nee, da können die Leute dann eben auch Schirme kaufen. Tatsächlich, die Leute können Schirme kaufen. Ja, hier muss ich drücken. Mensch, das ist so lang her. Das ist so ewig lang her. Das ist furchtbar, Leute. Ich hätte das schon lang wieder mal kaufen müssen, ernsthaft. Es ist übrigens geschenkt. Es ist geschenkt. Auf Steam kostet der Spaß 5,99. Baum im Weg. Haben wir gleich. 5,99, das war's mir wert für dieses supergeile Ding. Also echt, ich bin wahrscheinlich einer der größten Fans. Station, machen wir hier noch. Dann machen wir die hier weg, ist schade, aber hilft nichts. Na, komm schon. So, jetzt schauen wir noch hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dass das passt von der Wagenanzahl, sonst hast du da wieder die Leute irgendwo kleben. Das wollen wir nicht. Ja, also ganz ehrlich, das war es mir wert. Das muss sein. Das ist Rollercoaster Tycoon 1 Deluxe. Irgendwie sowas. Und ja, also war ganz ehrlich gesagt ein Riesenteil meiner Kindheit. Und feiere ich nach wie vor gigantomanisch. Das ist doof, warte mal. Dass wir hier nicht zu viel Platz wegnehmen. Ja, dann nehmen wir sowieso zu viel Platz weg. Egal. War jetzt. Also, das ist einfach eins der Spiele meiner Kindheit gewesen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr so in meinem Alter seid, so Anfang, Mitte 20, dann kennt ihr das alle. Das kann mir niemand erzählen, dass er dieses Spiel nicht kennt, wenn er in diesem Alter ist. Oh. Ups. So natürlich. Muss er erst drücken. Das kennen wir alle.
Definitiv. Kann mir keiner erzählen, dass es nicht kennt. Das ist eine Lüge. Ich mach schon wieder Mist, sehe ich. Nur pass auf. Kriegen wir hin. Zack. Und zack. Und zack. Und dann passt es wieder. Also. Nein! Nein! Verdammte Axt. Na, hier drüber ist auch doof. Nee, ich weiß nicht. Okay, pass auf. Kriegen wir alles gebacken. Wer gelacht, wenn nicht. Zack, zack. 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 Scheiße. So fängt schon wieder an, ne? Ich glaube, ich mache es einfach niedriger. Das geht auch. Das ist kein Problem. Ja, so ist okay. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich glaube, wir haben diesen Stand jetzt, diese Information. Und ich habe so das Gefühl, das geht nicht. Was mache ich denn für einen Mist jetzt? Mensch, Michel. Was machst du denn wieder? Hey, ich glaube, wir haben jetzt die Info. Und das wird auch definitiv das nächste sein, das ich baue. So. Zack. Komm jetzt, bitte. Bitte pass hin. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch zum Mäusemelken. Gibt's da nicht mehr. Okay, pass auf. Andere Option. Wir schicken das hier rüber. Wieso kann ich denn das nicht mehr? Ah ja, okay. Zack. Und. Och nö, jetzt. Jetzt mach doch nicht so einen Mist. Muss ich. Weißt du was? Weißt du was? Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Nein, das war eins zu viel. Das könnte hinhauen. Nee, ist auch noch eins zu viel. Nee. Also, auf jeden Fall, wir machen uns jetzt hier keinen Stress. Wenn es nicht klappt, na. Haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir halt ein bisschen basteln. Aber das ist okay. Das ist okay. Dieses Spiel ist einfach nun mal alt. Und trotzdem immer noch der Wahnsinn. Ja, passt schon. Ist okay. Können wir mit leben, ne? So, jetzt pass auf. Wie machen wir das? Ich würde sagen, zack. Ja, das ist... Weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig ist. Und jetzt runter. Komm, ja! Es geht doch. Okay, sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber glaubt mir eins, ihr werdet euch dran gewöhnen. Das ist einfach so. Also bei diesem Spiel, es sieht manchmal einfach ein bisschen komisch aus. Ja, ist halt so, ne? So, wieso geht das jetzt nicht? Eingang? Eingang. Was? Ja, habe ich doch gemacht. Ah ja, okay. Und Ausgang? Ist ausgewählt. Okay. So. Hier müssen wir jetzt definitiv einstellen. Hä? Ah, hier. Okay, das war hier kleine. Große Einspannung, Einzug. Ah, nee, das ist doof. Pass auf, machen wir kleine Einspurwagen. 5 Wagen pro Zug. 2 Wagen pro Zug. Und dann kann ich doch hier 4. Ja, ich denke, das ist okay. Da machen wir auch 1,50. Ja. Twister ist defekt, aber einen Mechaniker haben wir. Ist okay. Okay, nur pass auf. Machen wir noch Wege. Ich verkack's jetzt wieder nicht. So. Also hier gibt's natürlich keine Funktion. Scheiße. Gibt's natürlich keine Funktion, wo die Wege schräg sind. Das gab's damals halt noch. Ja. So, halt. Warteschlangen und sowas brauchen wir natürlich auch noch. Zack, 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 zack. Und dann hier noch. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Scheiße. Ja, hier müssen wir kurz nochmal löschen. Jetzt klappt das nicht ganz. So. Okay, wir eröffnen.
Bin ich mal gespannt, wie das kommt. Der hat hier schon ein bisschen Parkinson heute. Aber das ist okay. So. Hilfskraft für... Was? Nur warte mal. Normal hat es das doch angezeigt. Das zeigt es nicht mal an. Komisch. Das wundert mich. Ja. Man darf auch nicht zu viel hier machen. Haben wir die eine? Was? Wir hatten noch gar keine. Oh, ich kapiere es jetzt wieder nicht. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich bin da so. Ich dachte, wir hätten eine eingestellt. Hilfskraft 3? Nee, hier vorne ist nichts. Ja, was ich auch gerne mache, ist, ich lasse das hier auch mal gerne überlappen. Ne? Gerade bei hier diesen schlimmeren Attraktionen, sage ich mal, da kotzen die Leute halt auch recht viel. Ja, der mäht den Rasen, warum auch immer, sollst du eigentlich nicht machen. Rasenmähen, mach mal raus. Ja, das ist wichtig. Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, dass es diese Funktion gibt. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist zu lang her. Okay, jetzt gehen die Leute wieder rein. Ich glaube, der ist zu teuer. 2,20, machen wir mal 2 Euro. Einmal räuspern. Mensch. Und jetzt, ja, die Information ist da. Die brauchen wir auch. Das ist wichtig. Ja, hier gleich. Komm, passt. Also hier, siehst du, Wegweiser, ne? Die verlaufen sich trotzdem. Also den kannst du eigentlich in die Tonne treten. Und hier der Schirm. Den kaufen die Leute. Und tatsächlich, die Leute laufen dann auch mit Schirm rum. Und das sieht zu gut aus. Das ist ganz toll. Neue Attraktion, Baumstammrutsche. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. Es ist sowieso hier ein bisschen nass. Das brauchen wir nicht. Was wir noch ganz gerne bräuchten, wäre vielleicht sowas. Ja, ihr seht schon, das ist auch alles ein bisschen klein. Ne? Klein und niedlich. Twister ist immer noch nicht repariert. Warum? Liebe Leute, so nicht. So nicht. Ah ja. Ah ja, okay. Was steht da? Die Besucher äußern sich. Ist günstig der Eintrittspreis? Ja, keine Sorge, das haben wir gleich. Das mache ich doch liebend gerne. Ach, die immer mit ihrem scheiß Rasengemähe, ne? Das braucht doch kein Mensch. So, dann ist jetzt der für das hier zuständig und noch den. Den nehme ich noch mit rein. Nehme ich auch den noch mit rein, dann geht es einfach ein bisschen schneller. Weiß jetzt nicht, ob ich so viel markieren muss, aber... Naja, sei es drum. Noch einen Aufseher hätte ich ganz gern. Ja, genau. Der einfach hier auch das Gebiet, auch wenn wir jetzt da noch nichts stehen haben, aber das kommt ja alles noch. Ja, nicht zu viel, weil sonst interessiert das die Leute wieder nicht, dass da ein Aufseher ist und sie machen es kaputt. Ja, die Schirme, ihr seht es, es funktioniert und es gibt gut Geld. Ja, apropos Geld, haben wir genug verloren. Großartig. Ah ja, die Bahn, die fährt auch. Ach, schön. Das ist doch niedlich, Mensch. Einmal so quer durch den Park. Ne, für ein paar Kröten. Das ist dann nett. Ja, hier dauert es immer lang. Runter geht es dann immer schneller. Ist ganz lustig, wenn man eine lange Strecke nach unten hat, weil man ja hier bei Rollercoaster relativ hoch bauen kann. Das sieht es immer ganz nett aus. So, hier ist diese Baumstammrutsche. Können wir sicher auch noch machen. Was ich jetzt ganz gerne machen würde, ist eine Kampagne für einen Park. Ja, ging damals nämlich auch schon. Die Frage ist, wie? Hier, genau. Hier sind die Kampagnen. Gutscheine für freien Eintritt. Ja, genau. Habe ich vergessen. Machen wir mal 20 Euro. Werbekampagne für den Park. Wir machen 6 Wochen. Das ist arschteuer, aber es lohnt sich. Da kommen haufenweise Besucher.
zahlende Kundschaft brauchen wir. Hier steht jetzt niemand mehr an? Doch. Geht schon rein, die Leute. Was ist hier dein Problem? Der sagt mir gar nicht. Hey, der hat hier auch noch. Ich möchte etwas auf... Moment mal. Was sagst denn du hier? Möchten etwas Aufregenderes fahren. Also liegt's wohl nicht geschlossen. Oh weia. Ja, schön, ne? Wenn man so mit dem Kopf gut umgehen kann und denken kann. Na, läuft das alles. Ach so, ein Mist auch. Mensch, ich bin auch dämlich. Naja, okay. So, jetzt eine Achterbahn, Freunde. Mini-Achterbahn, Holz-Achterbahn. So, das wird vom Geld nicht reichen. Pass auf, was kostet der Spaß hier? Nee. Was ist das hier? 3000. Oh mein Gott. Seid ihr wahnsinnig? Okay, also wir werden in dieser Stunde oder 50 Minuten oder so, werden wir auch viel warten müssen, bis wir wieder Geld haben. Also ich sag's euch, wie es ist. Das ist alles nicht so einfach. Na, hier ist... Geld ist hier eine mangelhafte Ressource. Und ja, es dauert halt alles ein bisschen. Ist halt so. Aber das ist okay. Gehört einfach hier auch zum Spiel dazu. Und ich quassel euch einfach mit unnötigem Wissen zu. Ist überhaupt kein Problem. Das kann ich ganz gut. Ja. So, jetzt pass mal auf. Was kommt hier als nächstes? Aussichtsturm. Nee, ich will hier die gemäßigten Attraktionen. Was haben wir denn da? Das und das. Ja, müssen wir fast, ne? Achterbahn müssten wir auch fast mit reinnehmen. Weiß nicht, soll ich da mal runtergehen? Oh. Okay, hier bringen wir mehr Eintrittsgeld rein. Schwierig, ne? Jeden Monat hier jetzt miese gemacht. Aber hier kommt es jetzt, ja. Bis dann wieder die Gehälter hier ein Loch reinreißen. Also das ist auch ganz normal. Das ist immer ganz großartig. Aber gut, hier hat jetzt Marketing haufenweise gekostet. 2,1 für diese Werbekampagne. Die wir aber dringend brauchen. Weil wir könnten eigentlich noch ein bisschen hier hochgehen. Ja, nee. Ah ja, hier. Das war damals so. Da war die Map halt hier einfach abgeschnitten. Aber gut, das macht Minecraft heute noch. Daher ist entschuldigbar. Oh ja, da kommen viele. Oh. Komm, ich bin so dreist. Ja, es muss sein. Kackendreist. Okay, ich würde aber sagen... Ein Eisstand. Also auch hier gibt es jetzt kein... keine großen Geschäfte, anders als bei Tycoon World, sondern hier gibt es wirklich nur diese kleinen Stände. Die werden auch am Anfang überhaupt nicht laufen, weil die Leute einfach noch keinen Hunger haben. Ja? Also hier Einnahmen 35 pro Stunde ist halt nicht viel, ne? 10 pro Stunde, na gut, es ist auch billig, es ist wirklich günstig, aber... Ich will den Leuten halt auch nicht so krass das Geld aus der Tasche ziehen. Und ich sehe schon, 3200 Money haben wir wieder. Ja, dann können wir doch diese kleine Achterbahn hier bauen. Was willst du? Aussichtsturm ist fertig, das hört man gerne. Wie rum? Oh. Das ist jetzt doof. Warte mal. Ja, so. Okay. Zack. Was? Ah ja. Alles machbar. Okay. Zack. Ja. Scheiße. Haben wir gleich. Die Ruhe bewahren. Ich bin ja da. Okay. Dann machen wir hier wieder, wie immer, alle 10 Minuten muss sein.
Frei. Ja, wo kommen wir denn da hin? Das können wir in der Sandbox bei World machen, aber nicht hier. Ne, 3 Euro ist zu viel. Das ist eine kleine Kackachterbahn. Wegen 2 Züge, 8 Wagen. Ja, das hört sich gut an. Okay, haben wir aufgemacht. Ist nichts Besonderes, aber ja, für einen Anfang, ne? Für einen Anfang soll es reichen. Hey, das kostet hier nichts, ne? Doch, es verbindet sich hier dann. Okay, was haben wir hier? Rutsche 1 ist defekt. Ja, auch hier weiß ich nach wie vor nicht, wie das sein kann, was hier kaputt gehen kann. Aber gut, ist halt so. Ist halt so. Also die wird hier gut Geld machen. Ja, 1192 sind das. Wahrscheinlich wegen der Schirme. Also bin ich relativ froh, dass es regnet. Aber andererseits muss man es natürlich auch so sehen. Den will ich hier. Muss man es auch so sehen, dass natürlich... Was denkt denn der? Sagt nichts. Dass bei Regen natürlich auch die Bahnen schlechter besucht sind. Ich glaube, das ist zu teuer. Ach komm, das kann nicht zu teuer sein. Stellt euch mal nicht so an, ihr Deppen. Da unverschämt. So, ich probiere das jetzt auch gleich mal mit der Gebietserweiterung aus. Wie ging das? Weiß es nicht. Kann ich das nicht irgendwie kaufen? Nee, das ging schon, oder? Da ging das hier gar nicht. Ich glaube, das ging nicht. Ja, dann sind wir wahrscheinlich nach der Stunde hier schon fast wieder fertig, habe ich das Gefühl. Müssen dann einfach das nächste Mal in den großen Park nehmen. Das kann ich mir doch jetzt gar nicht vorstellen. War das nicht so? Hier war doch auch was. Hä? Nee. Boah, ich sag's dir, Mensch. Was ist das hier? Park benennen. Karottenland. Oh ja, schön. Schön. Karottenland. Okay. In World, falls ihr World nicht guckt, heißen wir schon Kartoffelland. Und ich schwöre, es gibt hier... Oh, das ist schön. Es gibt hier die Funktion, wie ich das weiterbauen kann. Ich weiß nur nicht mehr wie. Kacke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, das ist hier Landscaping Tool. Was ist das? Ja, das sind die. Mann. So ein Mist. Also das werden wir definitiv noch rausfinden. Definitiv. Ich habe da absolutes Vertrauen in mich. Als ob. Nee, Spaß beiseite. Kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie hin. Nein, das ist ja eigentlich wurscht, wie rum. Ja. Ja, das ist egal. So, hier können wir sogar aussuchen, wie hoch der wird. Ich denke mal, so reicht. Nicht zu krass, bisschen krass. Mittelmäßig krass einfach. Es sollte reichen. Hier. Ja, das sollte eigentlich auch reichen. Hier wieder die... bekannten 10 Minuten Eintritt 1,50. Ja, wir verdienen ja ganz gut. Es hält sich so ein bisschen die Waage. Halt, was kann ich denn hier machen? Drehlift? Nee, da geht nur Drehlift. Okay. Hatten sie vielleicht mal was anderes noch geplant, aber wurde wohl nichts. Oder gut, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Oh. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass euch 2 Euro zu viel sind. Ihr wollt mich doch verkackeiern, Mensch. Hier, das kostet 1 Euro. Ihr rutscht einmal für einen ganzen Euro. Ihr Trottel. Und das ist euch zu viel, 2 Euro. Ihr fahrt sogar so eine schäbige Bahn hier. Für 1,50. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, aber es läuft auch nicht so richtig. Also das ist wirklich ein Kreuz, ehrlich. Das ist brutal schwer,
da den Mittelweg zu finden, dass sie da auch konstant reingehen. Irgendwann musst du es zwangsläufig wieder kleiner machen. Also das ist hier einfach so, das war nie anders, soweit ich mich erinnere. Also auch schön, wenn hier zwei auf einmal fahren, ne? Hoffentlich geht's nicht schief. Man kann Leute nämlich auch umbringen, indem man die Bahnen crashen lässt. Aber das machen wir doch nicht. Nein. Nein, machen wir nicht. Werde ich euch auch nicht zeigen. Bin ich kein Fan davon. Übrigens, diese Lampen und alles, das ist hier reinste Deko. Hat überhaupt keinen Einfluss auf die Parkbewertung aufgrund von Licht, aber aufgrund dessen, dass Deko den Leuten gefällt. Also das ist hier auch schon so gewesen. Umso mehr du von dem Schmarrn hattest, desto mehr war deine Parkbewertung. Ich muss Putzleute einstellen. Political Correctness! Ja, es sind Putzleute in diesem Spiel. Es ist mir wurscht. So, habt ihr davon. Ja, auch ein paar Bänke. Die setzen sich auch tatsächlich auch in diesem Spiel schon hier drauf. Mülleimer werden auch benutzt und müssen auch geleert werden. Und Security muss eben aufpassen, ne? Wie ich ja schon erzählt hatte. So, ja, hier noch. Ja, wir wollen es nicht übertreiben mit dem Zeug. Das ist aber alles mittelmäßig wichtig, sage ich mal. Hier, wir müssen nochmal einstellen. Oh ja, wir verdienen. Wir verdienen, das ist sehr schön. Nun, pass auf. Wie sind die Gebiete abgedeckt? Okay, lassen wir den einfach so rumlaufen. Und, Kollege, du machst keinen Rasen. Es wird hier kein Rasen mehr gemäht. Brauchen wir nicht. Ist nicht so wichtig. Wobei, ich weiß jetzt auch nicht, ob das Einfluss auf die Parkbewertung hat. Aber sie steigt ja ein bisschen, ne? Die ist ja schon etwas besser. Zwar noch nicht im grünen Bereich, aber das sollte kommen. Eintrittspreis ist sehr günstig. Ach, den mache ich gerne teurer. Kein Ding, immer gerne. 32 Euro fürs Erste. Aber wir bieten ja auch schon einiges. Oh ja, das läuft. Ich brauche doch Geld. Oh, oh. Ich brauche doch Geld, Freunde. Mal gucken, wie lange das gut geht. Also, das ist wirklich kritisch. Das ist wirklich kritisch. Das weiß man immer nie. So, da haben wir immer noch nichts Neues. Ja, toll. Was soll ich denn damit? Stahlgerüst-Achterbahn. Einfallsreich. Geisterhaus. Ja, komm, machen wir noch ein Geisterhaus hier irgendwo. Wo haben wir denn Platz, Mensch? Es ist ja nicht so groß. Aber du musst halt trotzdem Platz finden. Ja, hier können wir es machen. Nee. So, Eingang muss... Was? So, Eingang muss natürlich vorne sein. Oh. Also jetzt drehen wir uns mal. So. Ja. Dann sollte das hier auch passen. Zack, 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 zack. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst, Mensch. Ach man, dieses Spiel manchmal. Was? Ey, willst du mich verarschen? Willst du mich gerade verarschen, sag mal? So. Zack, zack, zack. Ja, also. Okay, es klappt doch. Mensch, 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 Mensch. Auch 10 Minuten. Da haben wir auch einen Rumspringen ohne irgendwas, ne? Ohne Markierung. Boah, zahl niemals 1,50, weiß ich jetzt schon. Leben nicht. Ja, am Anfang schon. Die wollen sich's ja angucken. Ja, gucken wir hier mal. Fußwege. Okay, der ist da drin. Warte mal. Fußwege. So, okay. Da ist auch alles mit drin. Den muss er natürlich mit. Okay. So, na? Geh weg. Okay, das hat geklappt. Sehr schön. Ich hätte mal gerne hier was Neues. Stahlgerüst, Achterbahn. Gemäßigte Attraktion. Ich hätte mal gern den Ballonstand. Den Ballonstand am besten.
Weil dann laufen hier alle mit Ballons und wenn man draufklickt, dann platzen die. Ist vielleicht nicht die ganz feine englische Art, aber ist schon cool. Ist schon cool gemacht. Haben sie sich echt was dabei überlegt. Finde ich klasse. Ja, wir haben leider nicht so viel. Also ich würde euch natürlich sehr schnell und sehr gerne mehr zeigen, aber das ist einfach hier nicht so einfach. Das passt auch nirgends hin, ne? Das könnte hin passen. Ist mal auch? Nee. Oh, nee. Oder? Nee. Das hier? Oh Gott. Nee, leider nicht. Bootsverleih. Wir haben hier leider kein Wasser. Ah, vielleicht hätte ich hier gerade jetzt auch für den Anfang mal was anderes nehmen sollen. Naja. Hier, das ist euch zu teuer. Ihr könnt mich mal. Ihr geht da jetzt gefälligst rein. Ihr könnt mich beim besten mal. Ich will raus aus Riesenrad 1. Der, was denkst du? Tja. Was mir gerade einfällt, wir brauchen noch einen Aufseher. Hä? Was war denn das jetzt? So. Dass das hier auch passt. Da kann hier auch gerne noch ein bisschen überlappen. Ein bisschen Arbeit soll der auch haben. Ja. Hm. Ja, wir müssen leider warten. Autoscooter. Fertiggestellt. Naja, gut. Okay. Was machen denn die Finanzen? Ja. Parkverkehrswert. Wir könnten mal anfangen, unser Darlehen abzuzahlen. Das ist auch hier Darlehen. Ja, das kostet natürlich auch. Ne? Da zahlen wir Zinsen. Tatsächlich, ja. Ich will jetzt nicht zu viel abbezahlen, sonst haben wir gar nichts mehr. Aber das sind natürlich auch noch einer. Ja, guck mal, hier im Juli 4000 plus gemacht und trotzdem Schnickschnack gebaut. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Was machst du? Was? Los. Naja, es hat länger nicht mehr geregnet, ne? Das macht wirklich was aus. Also auch hier haben sie sich von den Finanzen her auch echt was überlegt. Die sind unterwegs. Ist hier jemand auf der Bahn? 14 Personen fahren. Ja. Ja, hier stehen sie an. Da drüben nicht. Hä? Macht wenig Sinn, aber okay. Ist okay. Wann kommt das raus? 25. August. Ah ja. Wenn man vom Teufel spricht. Autoscooter. Ja. Doch, passt so. Ich hoffe, ich krieg's ohne rumzuschwenken hin. Ich schwenke rum. Okay. Doch, hätte ich gar nicht gebraucht. Alles klar. So. Autoscooter, alle 10 Minuten. 1,80. Wir probieren's mal. Ich bin mir fast sicher, dass das nicht geht. Autoscooter. Farbe können wir natürlich auch anpassen. Ich glaube, das will ich nicht, Lilla. Rot. So helles Rot. Ich glaube, das ist okay. Ich denke. Und manche Fahrgeschäfte machen wir. Hört auch Musik. Hört man vielleicht ganz leise im Hintergrund. Das hört man eher. Kann ich aber auch ausstellen, ne? Wo geht denn das wieder? Musik. Hier kann ich es ausstellen, aber okay. Das ist dezent. Es ist zwar immer das Gleiche, aber es ist in Ordnung. Es gehört zum Spiel, definitiv. So, 15 Personen fahren. Also es läuft. Ihr Park erhält einen Preis, weil er das sauberste ist. Auszeichnung. Hier hat man eben die Auszeichnungen des Karottenlandes. Ja, sauberster Park. Dann gibt es noch sicherster Park. Daran kann ich mich erinnern. Ja, ich denke, die werden wir bald kriegen. Ich meine, hier ist, soweit ich das sehe, nichts kaputt. Ja, also die Securities zahlen sich auch aus. Und diese Auszeichnungen stehen auch damit in Verbindung, wie viele Leute kommen. Ich habe nichts gesagt. Ah, doch. Okay, passt. Ohne Werbekampagne sogar. Also, das macht schon was aus.
Was haben wir denn hier so viel ausgegeben? Forschung, ja, die 400, die hauen schon rein. Also wenn man mal alles hat, dann ist es auch gut. Dann zahlt man eben nichts mehr. Dann schaltet sich das aus oder man schaltet das selber aus. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, okay, hier haben wir noch eine Attraktion gebaut. Oh Gott, ich kann wieder lesen, ne? Das habe ich von The Panic Room, was ich nicht mehr lesen kann. Ja, Wunderkostüm. Ne, das ist doch kacke. Tiger. Tiger hier? Ich weiß nicht. Uff. Komm, machen wir rein. Wir machen auch noch einen zweiten. Das können wir uns leisten. Wir sind nicht geizig, wir können uns das leisten. Aber Panda will ich nicht. Dann machen wir lieber Elefant. Und die können sich hier frei rumbewegen. Also ich weiß nicht. Bei Entertainern da so einen festen Platz auswählen, weiß ich nicht. Muss, glaube ich, nicht sein. Hier ist schon wieder, ja. Was kosten das? Was kosten 35 pro Monat. Ja, scheiß drauf. Aber kein Rasen. Wir brauchen keine Rasen mehr. Brauchen wir nicht. Obwohl es natürlich besser aussieht, als hier so verwuchert. Weißt du was? Wir stellen noch. Das sind schon viele jetzt. Wir stellen noch einen ein. Und der darf nur Rasen mähen. Ausschließlich Rasen mähen. Das wird er auch machen, aber es sei denn, ich glaube, es sei denn, er läuft jetzt auf so einen Kotzhaufen zu. Dann, glaube ich, macht er den trotzdem weg. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus. Was sagt die Forschung? Eine Achterbahn. Nee, wir, also da wir hier eh keinen Platz haben. Halt hier. Scheiß auf, Entschuldigung. Vergiss die Achterbahn. Ich wollte schon wieder was sagen, Mensch. Ey, vergiss die Achterbahn, da haben wir eh keinen Platz mehr. Aber ein paar Stände und so. Ne? Und also wenn ich jetzt diesen Park hier, oder wir, besser gesagt wir, ihr seid ja auch dabei, wenn wir den Park hier weiterspielen, dann würde ich gerne davor nochmal kurz das Internet durchstöbern, wie ich hier die Parkgrenzen erweitern kann, weil das ist ja dämlich, ne? Ja, siehst du, da machen wieder 10 Cent was aus, ihr blöden Geizhälse. Ja, super. Nee, dann durchstöbern wir das Internet. Oder das mache ich wahrscheinlich alleine. Und ich guck mal, ob wir das nicht doch ein bisschen erweitern können, weil das ist doof. Das ist richtig doof. Ja. Naja, okay. Hier kotzen sie wieder alles voll. Einspurbahn ist defekt. Okay. Naja, wir haben ja Berge unterwegs. Ja, weil der Park, der ist einfach klein. Also es gibt schon noch größere Parks. Weiß gar nicht, habe ich die Aufgaben hier überhaupt geschafft? War denn das nochmal? Mindestens bis Oktober, ja, 1. Ah, Parkbewertung 600, bitte. Boah, das ist aber knapp, Freunde. Das ist richtig knapp. Und hier geht's bergab. Scheiße, ich hoffe, wir können das halten. Und was war's noch? 250 Besucher ist ja witzlos. Nee, ich glaube, dann war's es eben nach dieser Leistung hier schon. Und dann haben wir theoretisch eben nochmal eine weitere Welt, also eine weitere Karte freigeschaltet. Genau so war das. Also das ist hier so der Einstiegspark, genau. Brauche ich nicht googeln, kannst du nicht erweitern. Das war so, wenn ich mich recht entsinne, doch. Bin ich mir fast sicher. Ja, okay, es geht wieder hoch, das schaffen wir. Oktober haben wir gleich und dann haben wir das geschafft und sind sogar in der Zeit. Wir sind jetzt ungefähr bei 50 Minuten, ganz grob geschätzt. Dann sollten wir das gepackt haben. Und dann können wir definitiv in der nächsten Folge den nächsten machen. Nächsten Park. Genau, so machen wir das. Dass wir immer die Park-Missionen dann nur spielen. Das halte ich für sinnvoll. Ich sehe hier hängende Achterbahn.
Ja, da kann man auch ganz tolle Sachen machen. Man kann die sogar synchron laufen lassen, aber da muss man wirklich auch ein bisschen Skill mitbringen. Und es ist, oh, die Schirme, ne? Das ist ja richtig toll. Nein, das gefällt mir, das hat mir damals auch schon gefallen. Noch besser mit Luftballons, aber die haben wir ja nicht. Aber was ich sagen wollte, mit den Synchronachterbahnen, da muss man wirklich Skill mitbringen. Also da muss man wirklich auch wissen, was man tut. Sonst funktioniert das nicht so. Und ich glaube, es ist einfach zu lang her, dass ich mir das jetzt in nächster Zeit zutraue. Aber wir werden auf jeden Fall das machen. Auf jeden Fall. Und mal gucken, vielleicht so im übernächsten Park, wenn der groß genug ist und die Lage es anbietet. Ich denke, das wäre machbar. Den wievielten September haben wir denn? Wir müssten das eigentlich gleich geschafft haben. Ich kontrolliere hier nochmal. Ja, ach, gar kein Problem. Finanzen müssten auch stimmen. Gut, die sind ja jetzt für den Erfolg der Mission hier, sind die nicht wichtig. Aber Parkbesucher 547. Große Klasse. Ganz große Klasse. Das war ja recht einfach. Ja, hier ist nichts Neues dazugekommen. Komisch. Hier auch noch nicht. Also dieser Ballonstand, der könnte, glaube ich, fast der nächste sein, weil der wirklich Umsatz bringt. Er bringt richtig Umsatz. Nun ja. Ja, jetzt laufen sie hier aber die Türen ein. Ja, bei 1,30. Also ihr seid so dämlich. ihr seid so dämlich. Oktober, Jahr 1. Wir haben es geschafft. Ach, bis Ende Oktober. Okay, ich bitte um Verzeihung, war doof. Ja, man muss lesen können. Was kommt denn noch raus? In Zwischenzeit. Ladenstand. Ach, vielleicht kann ich euch das jetzt in der Kürze der Zeit noch zeigen. Das wäre natürlich auch klasse. Ja, aber es läuft alles. Ich denke mal, es ist nicht zu teuer. Und weißt du was? Ja, wenn wir jetzt gut verdienen. Nee, hier bin ich falsch. Hier. Machen wir nochmal eine Kampagne. Werbekampagne für den Park. Zack, hauen wir die Kröten raus. Nee, das machen wir nicht. Halben Eintrittspreis. 6 Wochen machen wir auch noch. Was kostet 300 F? Ist gut. Bestimmte Attraktion. Ist eigentlich völlig wurscht. Achterbahn 1, okay. Kostet auch nochmal 300. Machen wir mal die ganzen Dinger hier, wenn wir es uns leisten können. Komm, kostenloses Eis. Für Cola musst du aber zahlen. Bestimmte Attraktion. Twister. Ist doch völlig wurscht. So. Und jetzt laufen die uns gleich die Bude ein. Ich garantiere es euch. Halber Eintrittspreis, ja, ne? Wie in der echten Marktwirtschaft. Ja, das läuft in echt auch nicht anders, ne? Du kriegst nirgendwo was geschenkt. Also da kann dir noch egal wer sagen, hey, halber Preis. Ja, natürlich, halber Preis von dem Zuschlag, den sie davor drauf gemacht haben. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Es ist so. Es ist einfach so. Da gibt es keine Diskussion. Da kann mir niemand was anderes weismachen. Die Marktwirtschaft verarscht uns, wo es nur geht. Und warum machen wir es dann nicht auch? Also, natürlich nicht in echt. Nur hier. Da ist es legitim. Ja. Oh ja. 15.000 Eintrittskarten gesamt. Ah ja, dann sind schon einige wieder gegangen. Aber gut, wir sollen hier natürlich auch nicht überwintern. Das muss ja auch nicht sein. Und frisches Geld mitbringen. Ich glaube aber, pass mal auf, er hat im Portemonnaie 20,8 F, ausgegeben 39,2 F. Und zwar, es gibt auch bei den Läden, hier kommt Pizzeria raus, okay. Bei den Läden gibt es auch einen Geldautomaten und den müssen wir natürlich auch irgendwo hinstellen. Der kostet uns zwar Geld, aber wenn den Besuchern das Geld ausgeht, dann können wir eben diesen Geldautomat da installieren und die können neues Geld holen. Ja, gibt's in World eben auch nicht. Aber gut, das kommt vielleicht noch. Da fehlt ja sowieso noch einiges.
Aber gut, dieses Spiel ist natürlich fertig und es ist auch mega durchdacht, wenn du daran denkst, wann dieses Spiel rauskam. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich glaube fast, es war noch im 20. Jahrhundert. Ich glaube, es war 1900 noch. Aber keine Garantie, könnt ihr gerne googeln, ihr könnt es auch in die Kommentare stellen. Ich weiß es nicht, aber es ist uralt. Also, kein Witz, es ist wirklich uralt. Und ja, nach wie vor einfach ein mega klasses Spiel. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Ne? So, hier, er mit Rasen, das ist gut. Vielleicht nicht so ganz wichtig, aber... Naja. Parkbewertung. Warum ist die jetzt nicht ganz so gut? Weiß gar nicht. Kann ja gar nicht nachgucken. Hier. So, danke. Der Park ist mir zu über... Okay, das ist ein Grund. Ich bezahle nicht so viel für Toilette 2. Oh doch, das wirst du. Garantiert. Also ich kann auch 100.000 Euro hinschreiben. Irgendwann wirst du das bezahlen. Es sei denn, du ja, machst ins Gebüsch. Aber das macht hier ja keiner. Nee, aber 20 Cent ist okay. Für hier, ja. Also in echt, wenn ich in einem Freizeitpark, keine Ahnung, über 30 Euro Eintritt bezahle, was ja wirklich günstig ist, und mir dann jemand kommt, das ist, also ganz ehrlich, ich finde das schon in Supermärkten, nicht Supermärkten, in Kaufhäusern, finde ich das eine bodenlose Frechheit. Ernsthaft jetzt. Du bist da Kunde und sollst dann am besten noch 50 Cent, die sind so dreist und schreiben da 50 Cent hin. Ich meine, ich verstehe es, ja. Die Leute wollen da was verdienen, die da putzen und für Hygiene sorgen. Aber mal ernsthaft, ich bin da Kundschaft in diesem Kaufhaus und ich möchte da was kaufen und ich habe vielleicht auch was gekauft oder ich gehe da in einem Laden was essen oder was trinken und dann soll ich für die Toilette bezahlen. Das finde ich wirklich, wirklich dreist und ja, also es ist Geldschneiderei ohne Ende, aber hier ist es mir wurscht. Hier ist es nicht so schlimm, aber in echt muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber gut, vielleicht seht ihr das anders. Da hat mit Sicherheit auch jeder seine eigenen Gedanken dazu. Ich finde es nicht richtig, der zahlenden Kundschaft noch mehr Geld abzuknipsen, aber okay. Ja, wir müssen jetzt einfach warten, viel mehr bauen können wir nicht. Grundlagenforschung, ja schön, steht noch nichts, noch nicht mal was dran. Aber ich denke mal, 29. Ah, das können wir sogar noch nach. Ja, dann haben wir es gleich geschafft. Dann haben wir auch circa eine Stunde gespielt. Stelle ich auch so ungeschnitten ins Netz. Habt da davon vom Zugucken. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall noch... Ach du lieber, ja, es ist schon wirklich voll. Ne? Ich reiche das aus, 600. Oh, oh, oh. Ja, aber das schaffen wir. Ist kein Problem. Yes! Okay, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Ziel erreicht mit einem Verkehrswert der Firma in Höhe von 15.632 Feuros. Das sind Feuros, so nennen wir die. Geben Sie einen Namen in die Szene. Rottenland? Ich habe keine Ahnung, warum ich das machen muss. Okay. Ja, gut, dann haben wir das geschafft. Ich bedanke mich natürlich bei allen Zuschauern, wie immer. Vielen Dank fürs Zugucken. Eine Stunde Rollercoaster Tycoon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich werde demnächst, ich sage kein Datum, demnächst definitiv noch weitermachen hier, auch in dieser Kampagne. Ja? Also in diesem Sinne, ich würde mich wie immer freuen, wenn ein kleines Feedback käme, ne? Ob es euch gefallen hat oder auch nicht, das überlasse ich euch, das müsst ihr wissen. Und ja, wir sehen uns wieder, ich freue mich drauf und bis bald.